Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zur neuen Minecraft-Challenge. Ich muss die Anmod schnell machen, damit keine Donation kommt. Wir machen heute eine neue Challenge. Die Challenge ist actually cool und geisteskrank, denn wir müssen, beziehungsweise die Challenge ist es, als erstes einen kompletten Chunk abzubauen, was 16x16 entspricht, aus einer normalen Welt rausgehoben. Das Ganze sieht nämlich so aus, wir haben mehrere Chunks ausgehoben für die Challenge und dann da reinplatziert. Jeder hat den gleichen Chunk und das ist die Challenge, wer das als erstes abgebaut hat. Alle Blöcke bis auf den Bedrock, den kann man logischerweise nicht abbauen, hat gewonnen. Und eventuell gibt es Blöcke, die nicht erreichbar sind, so unter den Bedrock. Keine Ahnung, aber es gibt einen Timer zum Stoppen. Wenn man meint, man ist fertig, kann man den drücken und dann wird überprüft. Und dann hat man die Challenge gewonnen. Und wir fangen an. Erster Try. Freunde, wir fangen an. Die Atzen hier haben auf jeden Fall Bock. Timer, Freunde, geht los. Wir werden jetzt TP'd. Alle auf unseren Chunk und der Erste hat den Timer gestoppt. Jungs, also, ihr dürft nicht den Timer stoppen. Der Timer ist da, falls ihr fertig seid, okay? Nicht direkt am Anfang. Okay. Es geht los, Jungs. Ziel ist es, den ganzen Chunk abzubauen. Von, wir sind hier Höhe 84 bis komplett runter. Ihr habt gerade vorhin gesehen, wie es aussieht. Jeder hat den gleichen Chunk. Man muss einfach ganz alles wegbauen. Und der Erste, der es geschafft hat, hat gewonnen. Es kann ein bisschen dauern, okay. Aber, ja, das ist die Challenge. Oh Mann. Okay, wir machen uns erstmal Standard-Equip. Wir gehen erstmal, wir gehen direkt, wir müssen der Erste sein. Ist ja natürlich logisch. Deswegen gehen wir direkt für Stein und bauen uns Steinschaufel und machen erstmal den Dirt weg. Und eine Axt und alles, ne? Und dann geht's ab. Und by the way, man kann sterben, okay. Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, hier zu sterben. Okay, wenn jetzt jemand schafft, hier zu sterben, Respekt. Okay, wirklich. Aber es sollte eigentlich nicht möglich sein. Aber Hunger ist aus und ja, und jetzt ist es einfach das Ziel, den Chunk abzubauen. Oh Mann. Okay, wir machen uns das, wir machen uns das, das, das. Ne, Schwert brauchen wir gar nicht. Dann machen wir jetzt noch das. Okay, und dann fangen wir erst, wir bauen erstmal das Holz ab. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mehr Holz, also irgendwann out of sticks sind, aber ich glaube nicht, oder? Ja, true, die Bäume droppen aus sticks. Und maybe, wenn wir Glück haben, auch ein Sapling, dann könnten wir, falls wirklich Notstand ist, aber wir haben eh ein Sapling. Falls es Notstand ist, können wir einen Baum anpflanzen. Jungs, der Timer ist, wenn ihr fertig seid. Ihr könnt den euch auch da oben ins Inventar machen, okay? Dann drückt ihr den nicht, okay? Baba, danke, Jungs. Okay, aber ich glaube, es kann... Wir machen den Try auf jeden Fall jetzt mal mit keinem Start-Equip, okay? Weil ich habe das Gefühl, dass der ganze Aal hier richtig lange dauern wird, bis wir das hier einmal bis ganz nach unten haben. Ich glaube, das dauert locker eine Stunde. Deswegen machen wir den Try jetzt mal ohne Start-Equip, okay? Eventuell machen wir dann noch ein paar mehr Tries, aber mit dir, Stuff. Oh mein Gott! Weil es dann actually um Geschick geht und so. Also hier jetzt auch, aber es wäre eventuell nicer, wenn wir dann Start-Equip haben. Aber den Run machen wir auf jeden Fall jetzt mit no Start-Equip und eventuell im nächsten Run dann mit Dia-Axt, Dia-Spitzhacke und Schaufel und so. Ne, ihr wisst. Mal gucken. Aber wir bauen jetzt erstmal hier gediegen den Chunk ab. Ey, wir sind aber schon mal weiter wie er da drüben. Immerhin. Wir haben, oder? Haben wir mehr? Ja, wir haben mehr. Jawohl. Ey, wir könnten auch für Eisen gehen. True. Wir könnten Eisenstuff holen. Ist das worth? Nach unten zu graben und Eisen zu suchen? Safe? Sollen wir das machen? Wir haben eh schon gegangen. Wir gucken. Oh, wait. Wir können hier gucken, wo Eisen ist. Bei dem Gegner-Chunk. Warte, wir müssen uns... Warte, X-Ray aktiviert. Wir bauen uns hier runter. Auf eine Höhe. Hier. Und jetzt hier durch ist Eisen. Ja, ich weiß, dass es die falsche Seite ist, aber wir müssen jetzt einfach nur hier rüber und da drüben ist Eisen. So schlau. Warum ist hier ein Loch? Oha. Warte, hier ist auf jeden Fall nochmal extra Holz. Warte, wir bauen das schon mal ab. Wir bauen das schon mal ab, weil wir werden uns eh keine Ding-Axt bauen. Oh, wir brauchen doch ein Schwert. Oh, ah, fuck, eine zweite Werkbank war waste. Scheiße. Egal, wir bauen auf jeden Fall das ab. Okay, es sieht aber schon mal relativ gut aus. Wir haben auf jeden Fall gleich Eisen. So, warte, hier. Dann müssen wir hier durch jetzt. Oha, Eisen! We did it! Okay, jetzt schnell Eisenspitzhacken machen. Lohnt eine Eisenaxt? Nee, ne? Wir bauen nur Eisen... okay, dann braten wir jetzt. Wir machen nur Eisen... Eisenspitzhacken. Wir machen nur Spitzhacken. Wir bauen das hier ab. Wir bauen nichts mit der Holzspitzhacke ab. Die ist nämlich absolut scheiße. Wir bauen schon mal die Erde ab. So, unser Eisen ist fertig. Dann bauen wir jetzt mit Eisen noch mehr Eisen ab. Boom. Und dann haben wir nochmal eine Spitzhacke. Und das reicht, glaube ich, erstmal. Und jetzt bauen wir hier erstmal, wir machen es so, wir bauen nicht die Schienen ab, wir bauen das so ab, weil die Schienen werden automatisch abgebaut. Und dann bauen wir den Minenschacht noch ab und dann gehen wir hoch, glaube ich. Mehr Eisen. Okay, das war aber. Ey, umso mehr Eisen, umso besser ist es. Okay, wir haben auf jeden Fall nochmal ein paar Spitzhacken. Dann bauen wir die Dinger noch ab und dann gehen wir. Und dann fangen wir wieder von oben an abzubauen. Was ist das denn jetzt? Oh, actually gut. Wir haben jetzt Knochen. Damit können wir unseren Setzling, falls wir ihn brauchen, hochpushen. Aber ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen. So, war es dann jetzt auch? Ach, danke, Junge. Ey, ein Creeper wäre gut. Aber egal, wir bauen jetzt erstmal. Warte, wir machen Ofen. Bup, bup, boom, baum. Und dann bauen wir jetzt weiter ab. Let's go. Also ich weiß nicht, was bei dem Chunky gegenüber von mir ist, okay. Aber der hatte. Also ich glaube, da ist actually keiner, oder? Das kannst du mir nicht erzählen, dass da jemand ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist actually AFK. Oder da ist nichts. Junge.
Das dauert viel zu lang. Ey, Real Talk, ich glaube, das dauert viel zu lang. Wir sind bei Höhe nicht mal alles auf 79 und wir haben bei 84 oder so angefangen. Und, Junge, sollen wir eventuell jetzt schon dir Stuff geben oder wäre das langweilig, Chat? Oder nee, stimmt, wir machen mit Haze 2. Wir machen Haze 2 oder ohne. Jetzt abstimmen, Jungs. Ja, okay, Jungs, die Abstimmung hat Haze gewonnen. Wir haben jetzt alle Haze 2, okay? Aber keine Dir-Sachen. Wir haben einfach Haze 2. Das geht jetzt alles ein bisschen schneller. Mal gucken, wenn das zu langsam ist, dann machen wir Haze noch ein bisschen höher. Aber ich glaube, das sollte erstmal passen. So, bei mir sieht es irgendwie aus, als hätte ich voll Haze. Bei ihm sieht es aus, als hätte er Abbaulähmung irgendwie. Okay, also ich weiß nicht, wir sind mit Haze 5 haben wir, glaube ich, jetzt bei Höhe 77 und es dauert halt wirklich übertriebens lange. Die Abstimmung hat gewonnen. Wir kriegen jetzt, jeder von uns kriegt jetzt eine Effi-Dia-Spitzhacke mit Haze, Axt und alles. Es dauert sonst echt viel zu lange, holy shit. Und wir haben actually nicht so viel Zeit. ich hab nichts mehr. Ich muss, was mache ich denn jetzt? Okay, wir haben die Spitzhacke. Okay, wir haben die Sachen, wir gehen rein. Junge, das ist doch eine Challenge. Das ist eine Challenge, das macht auch actually Spaß. So macht es auch actually Spaß abzubauen, ich bin ehrlich. Jetzt macht Spaß. Okay, wir gehen rein. Es macht halt wirklich Bock so. Guck mal, die Dierspitzhacke ist schon halb kaputt. Ach du Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall noch eine machen mit Unbreaking und so. Okay, wir haben eine Unbreaking 3 Spitzhacke jetzt. Juhu. Und eine Axt. Juhu. Okay, wir bekommen jetzt alles nochmal mit Unbreaking, Jungs. Sonst ist es wirklich viel zu stressig. Und im nächsten Try, den wir machen, okay, nach dem Try fangen wir direkt mit dem Stuff an. Und dann, und dass der Stuff auch gar nicht kaputt geht mit Unbreaking hoch 1000. Und ja, das ist... Ja, aber so ist schon viel besser, Jungs, im Retalk. Wie lange hätte das gedauert? Locker 3 Stunden. Ach du Scheiße. Okay, aber wir gehen rein. Wir bauen jetzt ab. Wir sind jetzt schon bei Höhe 69. Das ging so schnell. Wo wären wir jetzt, wenn ich das nicht hätte, WTF? Also ja, wir bleiben auf jeden Fall drin. Warte, wir machen jetzt die Strat. Warte, hier... Hier kann ich bis ganz oben abbauen. Geht das hier auch noch? Okay, aber hier geht's dann nicht mehr. Doch auch, aber hier nicht mehr. Okay, dann bauen wir jetzt alles auf diese Höhe und dann rattern wir einfach durch. Ich glaube, so ist es am schnellsten. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Okay, wir bauen hier ab und dann laufen wir einfach so durch und dann haben wir die OP-Strat des Abbauens. Okay, dann machen wir hier noch alles flach. Einfach nur, damit wir nicht runterfallen. So, und jetzt geht's ab. Brrr. Wir können da legit einfach durchlaufen, Junge. Okay, jetzt haben wir alles auf einer Ebene. Dann gehen wir jetzt hier hin und machen jetzt alles auf diese Ebene. Und dann ruppen wir das von oben weg. Das ist der Plan. Und wir sind actually schon bei Höhe 44. Also so. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir ziehen langsam durch. Und das Ding ist, gleich müsste auch irgendwann dieser Mineshaft kommen, oder nicht? Warte, wo war der nochmal? Sehe ich den von hier? Nee, ich sehe den hier nicht. Aber es müsste eigentlich... Hier, guck. Gleich kommt der Mineshaft. Das heißt, das können wir uns alle sparen. Das heißt, actually, bald haben wir es. Also, ja, ne, bald, aber ja, ein bisschen noch. Neue Spitzhacke. Boom. Rein. Wir keine Zeit verlieren. Wir bauen jetzt mal weiter ab einfach. Danach noch einen Try. Retalk. Wir machen noch ein oder zwei Tries, aber... Ich glaube, der Typ hat die Challenge nicht verstanden. Komm, scheiß auf. Scheiß einfach auf ihn. Wait, wir haben jetzt den Mindshift auf eine Ebene gebracht, ne? Wir gehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bup, bup. Und machen den hier wieder. Let's go. Und hier, glaube ich, ist kein Mindshift. Deswegen, ja, wir machen den jetzt rein. Hä, wir sind schon auf Goldhöhe. Holy shit, 27 sind wir schon. Hä, WTF? Wait, wir sind actually fast durch. Wir müssen noch zweimal unsere Strategy machen, dann haben wir es. Holy shit, WTF? Wir haben es bald. Ey, dieser Typ da oben baut einfach diese heftige Skybase, Junge. Was ist das denn? Hä, wait, ist aber ein anderer, oder? Nee, hä, vorne war es doch Koppel. I don't know. Ey, wir gucken uns die Skybase am Ende an. Wenn wir gewonnen haben, denn wir ziehen durch. Wir haben es bald, wir haben es bald. Wir müssen nur durchziehen. Rein. Hey, hier ist noch ein Mindshift. Holy shit. Wait, hä? Wie viele Mindshifts sind hier eigentlich? Oh, okay, ein paar. Fuck, das ist jetzt stressig, aber abzubauen. Das ist überstressig abzubauen jetzt hier, das alles. Scheiße. Wir müssen von oben anfangen. Wir gehen nochmal nach oben. Und dann müssen wir nur noch unten auf Bedrock bauen und dann wird es ein bisschen eklig mit zwischen Bedrock abbauen und so. Aber dann haben wir es. Wir haben es wirklich fast. Ich weiß aber nicht, ob wir die Ersten sind. Das wird schwierig. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Max ist gestorben? Wie kann man denn sterben, Jungs? Actually an Zombies? Oder das war der Dude von der Skybase und der ist von oben runtergefallen. Aber GZ zum Tod, wie auch immer. Okay, oh Junge, ich hab bis jetzt, bis Höhe 15 habe ich nicht geguckt, ob wir oben einen Block vergessen haben. Junge, holy shit. Imagine, da oben wäre jetzt nur so ein Block. Okay, warte, wir gehen actually hier runter. Okay, wir gehen hier hin und machen jetzt die Strat, die wir sonst immer machen. Rein. Oh, wait. Oh, hier ist der zweite, mein Chef. Moin. Okay, dann bauen wir den jetzt erstmal ab. Und dann heben wir jetzt alles runter auf die Ebene. Auf eins unter die Ebene, also hier quasi. Dias!
Hui. Aber die bringen uns actually nichts. Ja, das brauche ich auch gar nicht abbauen. Was, wenn Lava im Chunk wäre, dann baut man die Lava zu und baut dann die Blöcke ab. Yes. Also man kriegt ja Lava weg. Okay, Höhe 8. Warte, dann kommt... Wann, ab wann kommt Bedrock? Hier. Okay. Hier ist erste Bedrock. Nee, eins drüber schon ganz schon. Okay. Wait, jetzt wird... Oha. Wie viele? Jetzt wird's eklig, denn jetzt müssen wir hier so zwischen den Bedrock-Dingern abbauen. So richtig eklig. Man muss alle Blöcke, die man von hier aus sieht, abbauen. Sonst zählt der Timer nicht, wenn man den aktiviert. Wir müssen jetzt die richtig ekligen Stellen so abbauen. Das kann was werden. Das kann was werden. Aber wir bauen jetzt erstmal die obere Schicht hier ab. Okay, das wird jetzt richtig eklig dann. Ich hab's komplett unterschätzt, ne, mit diesen Tools. Okay, jetzt wird's knifflig. Guck, den hätten wir. Junge, die Blöcke hier sind so eklig. Hier kommt... Hier ist Lava. Okay, zugebaut. Okay, das hier können wir abbauen. Junge, das wird so eklig jetzt hier. Ih, so zwischenrein. Pfui. Pfui, Junge, pfui. Okay, hier Redstone. Okay, hier ist alles safe. Hier ist alles safe. Hier haben wir auch alles. Okay, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Den hier weg. Okay, das Eisen hier hätten wir das ver... Nein, das gibt's nicht. Wenn das jetzt... Bitte nicht, bitte nicht. Wenn er jetzt... Kein Chunk. Wie jetzt? Hallo! Ihr könnt doch nicht einfach alle pausieren jetzt! Ihr habt keinen Chunk abgebaut. Nicht pausieren, wenn ihr keinen Chunk habt. Ihr müsst abbauen und so. Da. Das ist er. Das war er. Das war der Block. Zu 100%. Das muss er gewesen sein. Wenn der das nicht war, dann... Ich weiß dann auch nicht. Dann bleibt nur noch die linke Seite. Ich hab alles. Safe. Jetzt wird gründlich geschaut. Okay, die überprüfen nochmal. Die überprüfen nochmal. Und ihr sagt, die Challenge ist nicht spannend. Wahrscheinlich ist die Challenge nicht spannend. Hallo. Wie sieht's denn jetzt aus? Juhu, ich hab's. Oh Mann, Alter. Digga, kannst du keinem erzählen, die Scheiße. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, finally. Jungs, hier sind zwar auch noch Blöcke, aber diese Blöcke kann man nicht erreichen, okay? Deswegen sind hier noch Blöcke, okay? Es geht nur um die Blöcke, die man erreichen konnte mit, ne? Weil hier sind Blöcke, also dass man nicht rausfahren kann. Die kann man alle nicht erreichen. Oh mein Gott, Junge. Ach du Scheiße. Wir haben wirklich alle Blöcke abgebaut. Wir haben einen kompletten Chunk abgebaut. Krank. Junge, wie es aussieht da unten. Einfach so ein kleiner Stumpen. Aber es waren actually... Okay, er hat dann auf einmal angefangen, die Skybase zu bauen. Hier waren ein paar Leute schon ganz weit unten eigentlich. Ja, moin. Er hat einfach nur unten angefangen, hat oben einfach ausgelassen. Er hat ein Haus gebaut. Oh Mann, Jungs. Und ich will die Skybase da anschauen. Hat er wirklich bis ganz nach oben gebaut? Ja, das hier ist maximale Bauhöhe. Hatte nicht mehr Schienen. Abonnieren und Like nicht vergessen. Ihr habt's gehört. Oh Mann, aber nice. Nice. Aber wir haben den ersten Try geholt. Okay, wir machen noch einen zweiten Try, aber mit direkt mit Starter-Equip, okay? Weil sonst dauert's viel zu lang. Oh Gott. Dann fangen wir an. Zweiter Run. Wir starten jetzt direkt mit dir, Stuff. Und Haze 2, genau. Ja, rein da. Und, oh mein Gott. Okay, und ganz... Jungs. Auf jeden Fall, ne, hier, ihr seht schon, es ist ein anderer Chunk, okay, wir machen natürlich nicht den gleichen, und es ist ein ganz besonderer Chunk, weil hier ist einfach das End, das ist einfach das End, wir spielen jetzt Minecraft durch, Jungs, und es gibt ein paar fliegende Inseln, deswegen, müssen wir erstmal Dirt abbauen, damit wir dann da hochkommen, also es ist alles ein bisschen scuffed, okay, aber, warte, aber was? Aber ne, wir müssen jetzt erstmal ein paar Steine holen, damit wir hier hochkommen, damit wir den Bums da erstmal abbauen können. Wenn wir da oben was vergessen am Ende, dann ist es RIP und das ist auch auf Höhe 90 oder so. Aber wir bauen jetzt erstmal das hier oben ab und dann gehen wir so systematisch vor, wie sonst auch immer. Na, ihr wisst ja, wie es läuft. Oh, der erste ist gestorben, Wolf-Junge ist gestorben, er ist safe von hier runtergefallen. 100% ist er von der Insel runtergefallen. Ja, die Map ist nicht ganz so leicht, ne, man muss sie... Ich bin getrappt. Ich kann mich hier rüber bauen. Die Insel ist nicht ganz so leicht. Man muss auch aufpassen, ne? Man kann sich hier auch einfach wegsblieven. Das ist auf jeden Fall nicht so nice. Okay. Aber ich als Craft-Attack-Abbau-Boss, okay, habe natürlich da schon Erfahrung. Bup, 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 bup. Okay, perfekt. So, warte, wie kriegen wir das Wasser weg? Das ist auch eine gute Frage. Sollen wir das gleich direkt machen? Warte, wir machen das mal jetzt gleich. Wir müssen, glaube ich, nämlich das Wasser einfach zubauen. Ich glaube, so, das ist die Strat, um das Wasser wegzubekommen. Man kann ja Wasser nicht abbauen. Hieß. Außer man hätte halt einen Wassereimer, aber den hat man natürlich nicht. Deswegen bauen wir das einfach mal zu mit Erde, weil Erde baut man am schnellsten ab, ne? Man muss auch ein bisschen mitdenken. Bisschen Köpfchen beweisen. Und dann haben wir das Wasser. Ey, keine Erde mehr. Egal, dann fahren wir hier noch. Perfekt. Und dann machen wir jetzt alles mal auf diese Ebene. Und dann fangen wir mal an. Mit dem systematischen Abbauen. Okay. Jetzt haben wir alles erstmal auf einer Ebene. Dann machen wir jetzt wieder unsere 7 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
und machen den hier. Wir bauen hier alles ab und dann nach oben weg, ne? Ihr wisst, das ist nämlich die beste Strat, glaube ich, um das Ganze zu machen. Wir gehen rein. Wir machen den Bohrer. So, und jetzt, bup, 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 der Bohrer. Das wird, ja, okay, bei Kohle funktioniert es nicht. Okay, bei Erde ist auch ein bisschen stressig, aber das ist auf jeden Fall so das Schnellste, was wir machen können. Oh! Achso, okay. Okay, jetzt hat jeder die bekommen. Jeder hat jetzt eine Spitzhacke bekommen, die schlechter ist als die andere. Ne, die ist doch nicht schlechter. Die hat nur so hohes Unbreaking. Die hat nur so hohes Unbreaking, dass es gar nicht mehr angezeigt wird. Die geht nämlich gar nicht kaputt. Okay, die ist doch besser. Okay, perfekt. Okay, wir sind, aber guck mal, unsere Strat macht sich jetzt schon bewahrt. Sagt man das so? Bewährt? Ich weiß es nicht. Weil wir sind jetzt schon tiefer wie er hier. Das ist schon mal gut. Und neben uns ist keiner. Deswegen können wir uns nur mit einem vergleichen. Aber sieht schon mal gut aus. Okay, Ebene fertig. Dann wieder 7 und das gleiche, bis wir ganz unten sind. Oh, wait, wir müssen noch, wenn wir das nochmal zweimal machen, sind wir hier unten, Junge. Ach du Scheiße, ich habe gar keinen Bock auf die Mobs, ne? Boah, wir könnten uns, warte, wir machen das mal. Wir machen uns jetzt ein Schwert, weil da unten sind ja diese Mobs. Ich habe lieber ein Schwert parat, bevor ich kein Schwert parat habe. Merkt euch diese Weisheit. aber falls da unten halt Mobs sind bei uns, ne? Es muss ja nicht sein, es sind ja nur bei ihm Mobs. Muss ja nicht sein, dass bei uns auch welche sind. Aber falls welche sind, können wir uns wehren. Oh wait, wir haben eine Dia-Axt, ne? Die macht mehr Damage. Ach, scheiß drauf. Okay, oha, was wir für einen Abstand haben. Okay, direkt weiter, nicht aufhören. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann ich nicht sogar 8? Ne, 7. Okay, und rein. Und beim nächsten Mal, glaube ich, sind wir unten schon bei der Bibliothek. Das wird ein Banger. Das wird krank, Jungs. Wir machen Expeditionen durch ganze Bücherei. Bald kommt der schwierige Part mit dem Bedrock unten auch. Oh, Junge. Das wird wieder ein Krampf. So, warte. Wir sind da. 1, 2, 3, 4. Wie reicht das? Das wäre... Perfekte Höhe, oder? Ja, oh mein Gott. Okay, dann bauen wir jetzt... Wir bauen jetzt hier erstmal alles ab. Die spawnen ja auch. Okay, wo ist die Bibliothek? Hä? Ist sie hier nicht? Ach, die ist da runter. Hä, das sieht so aus, als wäre ich hier mit dem auf einer Ebene. Junge, optische Täuschung einfach. Einfach optische Täuschung. Wait, hä, aber warum ist... Warum, nee, Herr Alex, das ist keine optische Täuschung. Kann es sein, dass sie nicht alle auf der gleichen Höhe sind? Wir sind nicht alle auf einer gleichen Höhe. Okay, wir bauen jetzt hier erstmal alles ab. Scheiß mal auf die Silberfische. Okay, dann bauen wir das hier oben ab. Und unter uns ist dann die Bücherei. Dann, auf die bin ich gespannt. Das wird richtig nice, mit der Axt da durchzuputtern. Hört doch mal auf! Ich sterbe! Okay, besser ist. Und abbauen. So, dann kommen wir jetzt aber in die Bibliothek. Rein. Moin, Meister. Oh mein, was? Junge, wie viele? Junge, hallo. By the way, unser Schwert hat doch Sinn gemacht. Wir können nämlich die Fäden abbauen damit. Oh mein, ich dachte, ich bin trapped. Ach du Scheiße. Okay, dann bauen wir jetzt über die Bücherregale ab. Beziehungsweise wir heben erstmal, glaube ich, das von oben her. Ne, wir machen mal erstmal die Bücherregale weg. Okay, und jetzt die Decke weg. Okay, wait, hier ist eine Kiste. Piercing-Buch. Einfach Suro. Egal, bauen wir aber ab. Warum habe ich es eigentlich mitgenommen? Das bringt mir doch gar nichts. So, dann gehen wir jetzt wieder 7 runter, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, und dann jetzt wieder selbe Fahrt. Wir sind auf Höhe 13. Das noch abbauen und dann beginnt der Bedrock-Spaß. Ach du Scheiße. Ich freue mich. Okay, wir haben auch hoffentlich bald diese scheiß Silberfische los, ne? Digga, die gehen so auf die Nerven. Das ist insane. Okay, jetzt beginnt der Bedrock-Spaß. Wir bauen erstmal bis zum ersten Bedrock. Okay, das hier ist der erste Bedrock hier oben. Dann bauen wir schon mal hier die Ecken ab. Man muss nämlich, ne, ihr wisst ja, man muss jeden Block abbauen, den man sehen kann. Das wird jetzt stressig. Okay, könnte sein, dass da unten noch einer ist. Deswegen müssen wir jetzt wieder mit der Trap arbeiten. So, wir machen uns wieder mal ein paar Trapdoors. Bauen den hier ab und gucken jetzt, ob hier was ist. Wir müssen hier reingucken. Okay, nee, hier ist safe. Jetzt bin ich stuck. Hilfe, ich will bitte rausgepeat werden. Hallo, moin, bitte helfen Sie mir. Da war einer. Da war doch keiner. Jetzt bin ich schon wieder da unten. Ey! Okay, und dann bauen wir jetzt erstmal hier alles so hoch. Geht es? Oh, nee. Ah, oh, fuck, ist ein Blockunterschied. Okay, dann machen wir es auf der Ebene. Scheiß drauf. Und dann, fängt der Bedrock-Spaß an. Hä, Dias, krank! Da waren einfach Dias. Juhu. Dann können wir jetzt mit dem Bedrock-Ding anfangen. Wir müssen nur noch die Ebene wegmachen. Und dann geht der Bedrock-Shit los. Wir hatten ja das Problem beim ersten Try, okay, dass wir ganz lang gebraucht haben, Jungs, mit dem letzten Block zu finden, okay. Und deswegen werden wir jetzt von Anfang an systematisch vorgehen, okay. Wir werden systematisch direkt jetzt von Anfang an durchgehen. Das heißt, wir zäunen ein, den Bereich und machen den jetzt. Wir bauen hier jetzt alles ab, was wir sehen. Oh ja, hier, das wäre stressig geworden. Das hier wegmachen direkt. Boah, da hinten kann halt wieder was sein, ne? Boah, das ist richtig Trash hier gerade. Wir müssen so viel Ecken überprüfen. Ne, aber hier ist actually nichts. Okay, aber unseren Bereich hier haben wir erstmal. Der erste Bereich ist safe. Hier ist hundertprozentig kein Block mehr hier. So, nächster Bereich, wir zäunen ein. Hier, die Ecke. Das gibt's nicht. Jungs, wie oft drückt ihr den Knopf? Sucht doch erstmal. Safe auch nicht. Was? Wie jetzt? Wie hat alles? Okay, das ist krass. Das ist
Tatsächlich krass. Mann, aber mir hat nicht mehr so viel gefehlt. Warte, wo war meine überhaupt? Oh mein Gott, ist das stressig. Er hatte auch fast alle, aber hat oben die Insel halt ab, nicht ab, ganz abgebaut. Eieiei, ist das stressig. Eieieiei. Okay, warte. Hier ist noch die, steht noch die ganze Insel. Also, er ist hier runtergefahren, glaube ich. Der war auch weit. Okay, hier noch nicht so weit. Das war meiner. Das war mit Einzäunung und so. Ja, die Ecke halt noch hier. Aber ich glaube, das wäre hier relativ chillig gewesen, weil wenn ich hier so gucke... Ja, GG aber. GG. Aber wir haben den ersten Try gewonnen. Immerhin. Immerhin. Oh Mann, aber war wild, Jungs. War wild, GG. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen, den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace.